Hey Leute, herzlich willkommen zu dem nächsten 1 gegen 1. Ich würde sagen, ich springe direkt rein. Und ich kann hier schon mal sagen, ich bin nächste Woche bei dem Highscore Heroes, aka Sascha, Channel, wie auch immer, im Turnier bezüglich Diamant. Ich habe heute gegen ihn gespielt und gewonnen. Das bedeutet, ich bin dort im Turnier dabei. Woohoo! Mal schauen, wie weit ich komme in der Dia-Spalte, beziehungsweise Dia und Platin hat er das eingeteilt. Deswegen, ich freue mich einfach mal drauf. Es wird irgendwie schon gut gehen. Das Game ist etwas zu laut, das tut mir leid. Das ist etwas zu sehr laut. Machen wir es 40. Da kann der gegnerische Winston auch gerne mal ein bisschen warten. 40 ist in Ordnung. I will carry you. Okay, er carried mich. Nein. Ich mach da nicht mit. So. Jetzt, ach Mann, wieso spielen die Leute nicht mehr normal im 1 gegen 1? Wieso? Was habe ich gemacht? You see? Ich glaube mal, er hatte keinen Bock auf Winston. Ich kann es mir nur so vorstellen. Oh Mann. I carried you. Ja, danke. Sehr nett. Ah, er schießt. Wunderbar. Ah, knapp. Oh, das ist etwas zu weit weg gewesen. Ups. Alles gut. Alles gut. Ich sollte vielleicht etwas pre-aimen, wenn ich weiß, dass er irgendwie an einer Wand steht. Weil ich dann ja recht gut ihn abballern kann. Oh, das wäre so cool gewesen. Da war ein Direct bei. Nein! Ich treffe nicht. Okay. Ich treffe nicht. Ah, Farrah ist immer so viel Pre-Aimen. Und ungefähr sich ausrechnen, wo der Gegner denn genau hinfliegt. Und wenn die Leute dann ganz schnell A und D tippen, dann ist das extrem schwer. Oh, er steht da hinten, okay. Surprise! Oh mein Gott, wie geil. Okay. Ich hab's mir schon gedacht, dass er da drunter ist. Ja, Heart Attack. Erstmal so ein Jumpscare. Awesome. Ich liebe 1 gegen 1. Und manchmal hasse ich es dann. Und mit manchmal meine ich so in 80% der Fälle. Wo ist der Kollege? Das war mein Handy mal wieder. Habe ich es nicht gemutet? Verdammt. Ich vergesse es. Diese blöde Flagge da oben, die macht so viel Lärm. Da denkt man immer, das wären Schritte. So, wo ist er? Hört ihr das? Diese blöde Flagge. Er hat sich in seiner Base eingekämmt, oder? Ja. Was macht er da? Hä? Ich verstehe meinen Gegner nicht. Ist das so eine Strategie, die ich noch nicht ganz so begriffen habe, oder? Ich verstehe es nicht. Oh Mann. Kannst du mir wer erklären? Ich glaube, das ist so eine ganz neue Strategie. Die benutzen so die Leute. Wieso ist das nicht fair? Die benutzen so die ganz großen Pros.
Also da, das blicke ich nicht mal. Das ist zu High Elo für mich, denke ich. Aus Licht werde Materie. Okay, mal schauen, ob wir mit Symmetra auch noch den Sieg an uns reißen können. Ich habe 5 von 6, danke. Sicherheitssystem platziert. Hat er sich wieder eingecampt? Das ist doch langweilig. Er hat sich hingesetzt. Ach schade, da kann ich nicht drüber hüpfen. Das wäre so cool. Ich habe das Gefühl, da sind ganz viele Tourettes. Oh Mann, was ist denn das für ein Match? Ach Mann. Selbstschussanlage platziert. Das ist die Ordnung der Dinge. Oh shit. Oh nein! Nein! Das ist doch blöd, wenn man sich da reinkämmt. Da fehlt doch der Spaß. Ich hätte gern Widow. Das ist nicht Widow. Es spielt sich zwar ähnlich, aber es ist nicht Widow. Also vom Aimen her. Mal schauen. Da ist er. Oh nein! Nein! Ich hab voll verkackt! Ich hätte nicht Full Ham gehen sollen. Sein Spielstil hat mich immer noch so ein bisschen im Griff. Ich weiß nicht, was er tun möchte. Und wird. Ich kann das nicht so predikten. Aber okay, ich werde jetzt nicht mehr Full Ham gehen. Auch nicht mit Symmetra. Ich hätte auch einfach campen können und abwarten können. Dann wäre es ein Draw gewesen. Was vielleicht praktischer gewesen wäre. Aber okay. Man kann ja nicht alles haben. Treffer. Ja, ich verstehe seinen Spielstil echt nicht. Das war kein Treffer. Also doch, natürlich sein Schild, aber. Er ist nach unten. Ist er nach unten gegangen? Oder er sitzt da oben in der Ecke? Nö, er ist nach unten. But why? Er sitzt da in dem Raum. Ich muss nur noch verstehen, wieso. Da, ich habe seinen Hammer gesehen. Nope. Was? Was war das? Was war das gerade eben? Oh mein Gott. Dieser Schlag von ihm. Der hat mich wirklich out of position gebracht, sodass ich gegen die Wand gedasht bin. Was ein Blödsinn. Fies. Why my shield don't working? Das ist nicht, wie das Schild funktioniert. So Attacken blockst du nicht. Also Nahkampf jetzt in dem Fall. Genauso auch nicht Winstons. Was? Ach, die lag da. Oh Gott! Winstons Tesla-Kanone blockt man ja auch nicht. Ich habe seine Mine mit meiner Mine getötet. Das ist ja cool.
Geh weg. Was? Wie konnte ich damit verfehlen? Und er treffen. Oh nein, oh nein, hier liegen überall Minen. Bitte nicht. Nein! Lauf noch in die Minen. Yes! Fast. Hätte ihn nicht mehr gezählt, glaube ich. Oh nein, Reaper. Das gewinnt er noch. Och nee. Mit Goldwaffen auch noch. Ja, GG. Aber hey, es war immerhin ein sehr verwirrendes Match. GG. Oh, okay. Schön. Hätte er sich bei dem Winston-Match etwas angestrengt und wäre nicht AFK rumgestanden, hätte er das vielleicht sogar gewonnen. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Okay, aber super weird. Puh. Und super close, 4-4. Und dann die paar Lucky Shots am Ende. Es war klar, dass er wirklich von da kommt. Das habe ich mir schon gedacht. Gut, dann war es das auch mit dem Match. Morgen kommt eine neue Folge von dem PlayerUnknown's Battlegrounds. Und ich würde sagen, bis dahin und macht's gut. Bye, bye.